So, wir schauen jetzt ein qualitativ hochwertigeres Video an. InScope 21, TikTok, es reicht. Und da bin ich gespannt, was Nico uns heute mitgebracht hat, was Nico uns heute erzählt. Let's go. Ich spüre einen Hauch von Abendessen. Servus. Guten Morgen, guten Mittag oder auch ganz kurz mal eben. Es ist nur ein Glas. Heute um 19 Uhr, Ola Kala Return Drop. Wer da nicht vorbeischaut, der macht alles richtig. Ist das jetzt mit mir oder was? Geh mal bitte zurück in die Küche. Frag mich bitte nicht, was mit dem Display passiert ist. Ich hatte da neulich einen kleinen Nervenzusammenbruch, als ich in der Zone war. Alexa ist unter anderem auch auf TikTok tätig. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Ach, du willst mir sagen, dass deine nicht cringe sind? Ja, also... Warte kurz, guck jetzt das Video, ich beweise das Gegenteil. I'm gonna type. Bad bitches is the only thing that I... Das reicht auch schon wieder. Du kannst im Prinzip jetzt weiterkochen. Echt? Ja? Ich komme aber zwischendurch kurz mal zu dir, um eine Karotte zu schneiden. Jetzt schmeckt das natürlich wie Sau. Nenn einfach irgendjemanden, der dir gerade in den Kopf kommt. Franzi. Franzi, meine allerjagutsten. Das ist es mal wieder. Wenn du hässlich bist, dann trag bitte kein teures Parfüm, weil sonst drehe ich mich komplett umsonst nach dir um. So ging es mir mit dir genauso. Liebe Leute, die Gesellschaft. Lasso, Elegant Soul, Elegant Soul, Elegant Soul und Soul. Warum hat die denn jetzt ja gerade Puderzucker verloren? Das war, ich kann, aber ich habe den Film gesehen, wo das passiert ist, ne? Das ist Puderzucker gewesen, Salz und so, ja. Das Salz ist hier runtergefallen. Und Leute, ihr wisst es, wenn es eine Sache gab, die ich in meinem Leben schon immer sehr, sehr gut beherrschte, dann ist es die Kunst der Mathematik. 8×19. Billionen, 48 Billiarden, 46 Billionen, 490 Milliarden, 258 Millionen, 711.521. Richtig! Der Typ war schon immer mein Vorbild. Ich muss mich kurz in der Küche abreagieren. Wir waren stehen. Das war wirklich Salz für Tequila? Ach so! Ey, dann ist es ja gar nicht toxisch. Ich hatte kurz Angst. Ach, die hat das Salzglas getrunken. Och Gott, jetzt sehe ich es erst, Chat. Ich dachte, das ist Toss, weil die Tequila gekippt hat und sich übergeben musste. Ich wollte retten mit Puderzucker auf diesem Bruder. Hoffentlich nicht 3 Tage Urlaub. Ich dachte, ich habe es nicht gecheckt. Ach, Mann. Ach, ich werde so alt. Och, Mann. Der Sascha vor 3 Jahren hat sofort gecheckt. Och, Mann. Och, Mann, ey. Och, ist ehrlich schon so weit? Ey, no. Ich hab, persönlich habe ich nichts gegen das Altwerden, aber wenn ich anfange, Tipps nicht mehr zu checken. Ach so, doch, ey. Ich höre auch gar nichts. Ja, der Typ war schon immer mein Vorbild. Ich muss mich kurz in der Küche abreagieren. Wir waren stehen geblieben dabei, dass... Ob die 2-wöchige Drehpause in dem Video sich positiv auf das Video auswirken wird? Wahrscheinlich auswirken. Langsam verstehe ich, warum ihr in Depression verfallt, während ihr meine Videos guckt. Ich freue mich schon so auf später. Macht euch bitte gar keinen Stress. Meine Freundin ist seit über einer Woche im Urlaub und ich habe aufgehört, Pornos zu gucken. Ich freue mich, mich mit ein paar TikToks ablenken zu können. Digga, man kann diese Plattform nicht mehr benutzen. Es ist unglaublich egal, ob ich auf Instagram gehe oder auf TikTok. Ich sehe nur TikTok. Unabhängig davon, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh. Ich habe mit Ron die letzten Tage gesprochen. Er meinte zu mir, yo, Bro, ich habe es jetzt auch eingesehen. Ich werde jetzt ein bisschen weniger trinken. Ich werde ein bisschen entspannter machen jetzt in der nächsten Zeit. Oh, hallöchen. Feline. Feline. Digga, Ronison. Woran hat es gelegen? Ich find's wirklich sehr, sehr gut, dass Ronison hier einen Gang zurückgeschalten hat. Ich liebe es, romantische Sachen nach dem Sex zu flüstern. Wie zum Beispiel, hey, geh nach Hause. Absolut, Katja. Das gleiche sagt Alexa auch immer zu mir. Staying that I like. Naja, wisst ihr, wenn ich mir nicht gerade die neuesten ASMR-Videos zum Entspannen angucke, gucke ich mir meistens... Bro, what the? Wisst ihr noch in dem Film, im Stream, als wir einen 48-Stunden-Stream hatten, wir haben uns im Film Katakomben reingezogen, da mussten die auch so einen engen Weg durch, mäßig sich durch, schleichen nicht, aber durchkriechen. Bruder, niemals. Das ist ehrlich schlimm. Ich finde, es ist schon nicht mehr lustig, wenn es dunkel ist und du auf dem Feld oder noch schlimmer auf dem Wald bist. Dann fängt es schon an, nicht mehr lustig zu sein. Aber dann noch in der Höhle und dann noch so eng, nee. Ah, ah.
Digga, das ist unglaublich. Ich schwöre auf alles, Leute. Ich mache TikTok auf und es kommt irgendein Content von nackten Frauen. Ja, warum denn? Ja, wie soll ich denn damit entspannen? Ja, er muss doch wissen, warum. Sein Algorithmus. Er hat ja die App darauf trainiert. Wenn du auf die App kommst und du gibst Autos ein, mich interessieren Autos, wirst du Autos sehen. Hat auch einen Grund, dass da nackte Frauen sind. Ey, nichts gegen Alexa, kein böses Blut, ne? Ich gönne den beiden, wie gesagt, das Beste. Aber Bruder, das ist halt die App macht nur das, wonach du mal interessiert warst. Ne? Und ich bin jetzt in letzter Zeit auch öfter mal hergegangen und hab gesagt, du, ich will mal wieder ein bisschen was für meine Fitness tun. Würde ganz gerne hin und wieder ein bisschen joggen. Da bin ich jetzt einfach mal hergegangen und hab mir so ein paar Jog-Tutorials reingezogen. Das sind die neuen Schuhe. Ja, boah, hier, Klassiker. Von Nike, die sind verboten vom Olympiakomitee, weil man mit diesen Schuhen, ich merk's schon, 5% schneller ist wie ein normaler Mensch. Wegen diesen Spikes und dem speziellen Design. Und da ist man so schnell und ich lauf schon. Yeah! Oh Gott. Es ist nur ein Glas. Ja, Frauen in leicht bekleideten Kleidern. Leicht bekleidete Frauen. Versprich mir, dass du keinen Screenshot machst. Ja. Bottega Boots, Front Kick auf dein Plexus. Latina gibt es, sieht aus wie Santa. Dude, das ist so random, bro. Brookings. Don't worry. You don't have to stay in here much longer. Ja. Scheiß drauf, Digga. Liebe Leute, sehr, sehr geil. Danke fürs Zugucken bei dieser Episode. Liebe Leute, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schreibt mir den Daumen jetzt in linken Ruhe. Los, um 19 Uhr gibt's den Ola Kala Return Drop. Wer da vorbeischaut, hat wirklich überhaupt keinen Geschmack. In diesem Sinne, verpiss doch! Minderjährig aus. Du stehst auf deine Kinder, damit sie zu dir Daddy sagen können. Bro, da war ich for real raus. Da war ich ehrlich raus, Mann. Ey, liebe Grüße an Lats und Alexa. Die war jetzt wieder kurz da und so, die verstehen sich gut, die gibt ihm auch Kontra. Das ist wichtig. Und die lieben sich. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich ehrlich wie ein Bruder. Lasst rein in Papa Platte Video. Der hat einen neuen Vlog hochgeladen. Papa Platte einfach wirklich YouTuber. Zieht durch. Lasst mal rein. Oh, oh shit, oh shit. Oh Gott, das ist der Boxkampf. Oh no. Yo Leute, was geht ab? Wir haben heute einen Banger-Vlog für euch. Aber es gibt noch eine Information, bevor es losgeht. Rage and Ole. Von unserem Podcast Edel Talk ein geiles Buch raus. Das könnt ihr euch überall vorbestellen. Auf Amazon, Thalia, irgendwo in Österreich und irgendwo in der Schweiz. Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, ich sehe nichts. Bro, ich will doch wissen, was... Hä? Lass mich doch mal reinblättern oder so. Die ersten paar Kapitel angucken, hä? Das Buch zum Podcast. Check das Buch gerne ab. Viel Erfolg, Kevin und Rezwan. Hey guys, so I want to tell you about this new website I found. Bro, ist dir bewusst, dass heute der Tag aller Tage ist? Also ich weiß, man sieht es mir gerade nicht an, aber ich bin sehr aufgeregt. Aber warte mal, um was genau geht's eigentlich? Vor einigen Wochen haben Standardskill und Leon Marchel angefangen, sich zu beefen und daraufhin wurde ein Boxfight announced. Dieser Boxfight ist genau heute und Dominik und ich haben Karten. Bro, warum filmt Kevin im, wie heißt das, Froschperspektive oder so? Was glaubst du, wie groß deine Zuschauer sind? Du kommst wie 1,60 in Real Life. Film mal von oben, Alter, das ist die Perspektive. Yeah, yeah. Wenn das die Location ist, das sieht übelst sick aus. Das ist ja mega geil, ja. Das ist ja übelst geil. Das sieht so aus von innen. Versucht ihr gerade reinzukommen oder was ist gerade eure Mission? Ey, Papa Platte! Einfach einen lässigen. Der Typ ist im 26. Monat, Alter. Let's go. Ich glaube, Leon. Okay, ich habe 100 Euro auf Leon gesetzt gegen den Mann da. Ja, Standardskill, ne? Standardskill! Stoddy! Stoddy! What the fuck? Ey, es riecht nach Lama-June. Bro, wir haben gerade Romatra getroffen und ich schwöre, das war nicht Romatra. Das ist ja nicht Chad, oder? What the fuck? Der sieht aus wie jemand, der so ein Jahr am Nordpol-Expedition gemacht und zurückkehrt in die Zivilisation oder so. Bro, ich glaube halt, hier sind halt so voll viele so Boxarzt. Und wir sind halt so diese fucking Larrys von dem. Checken nächste, wir sind da high, was geht ab? Meine Körperspannung ist auch so, Digga, und alle laufen nur so rum. Digga, ich bin nur drauf ausreichend. Ja, ich mach einfach mal, Digga. Yo! Ich hab den nächsten Kevin getroffen. Den kennt ihr vielleicht auch. Danke!
Die Average Papa Platte Fans. Lüge, Alter. Du hast Stars hier an meiner Seite. Erstmal schönen guten Abend. Du bist auch schon ein bisschen länger da, hast dir alles schön angeschaut. Wie gefällt dir der Abend überhaupt? Ich finde es übelst nice. Also, es gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich mich selber im Ring irgendwann mal sehe, aber zugucken ist richtig geil. Das ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal heute. Wenn ich deine Statur so anschaue, wie hältst du es mit Sport überhaupt? Gar nicht. Dieser junge Herr hat 100 Euro auf KS, ich habe 100 Euro auf Red. Boah, Rietz hat ja alles verloren. Mir in der Kasse klingeln, mein Lieber. Es wird bei mir in der Kasse klingeln. Herzlich willkommen! What a time to be alive, Rietz, man. Holy shit! Aus Österreich! Aber Red auch stabile Brustchat, kann man nicht haten. Er hängt immer noch so ein bisschen mit drei Fingern von 10 so an seiner Prime, ne? Das denkt man gar nicht. Let's go! Standard Skill und Leon Mascher. Okay, Dominik, 100 Euro auf Standard Skill. Ich habe 100 Euro auf Leon Mascher. 100 Euro auf Leon. Also, guck mal, ich habe nichts gegen Leon Mascher, gar nichts, aber. Oder wo nimmt der das her, so, ne? Haben die gezogen mäßig? Also. Fight begin! Junge, es geht ja direkt ab. What the fuck? Standardskill, Alter. Standardskill, wie würde ich aber totschlagen. Aus, aus, over. Was? Stani! Wow, da hinten Cristiano Ronaldo gewesen. Oh, doch nicht. Das ist aber nicht ansatzweise Cristiano Ronaldo. Es sah nur so aus. Chat, es sah so aus. Guck mal, ganz kurz. Pass auf. Stani! Cristiano Ronaldo weg. Ey, es riecht nach Lamajun. Ey, freut mich, dass die Jungs beim Boxkampf waren. Vor Ort war die Stimmung bestimmt cool und so, aber ich glaube, dass es von daheim aus cooler ist, das anzugucken. Wobei ich dann auch wieder sage, ich glaube, bei Max und bei Mickys Event lohnt es sich halt, in Lanxess Arena zu sein. Glaube ich noch, weil alles ein bisschen größer ist, aber ich glaube, von daheim aus hätte es mehr gebockt. Ich war ja leider an dem Abend, oder was ist leider, ich kam da erst spät nach Hause, aber ich hätte es mir sehr, sehr gerne von Anfang bis Ende angeschaut.